Wir sind heute Morgen gegen 4.45 Uhr alarmiert worden zu einem Wohnungsbrand. Wir sind dann ausgerückt mit zwei Löschzügen und bei Eintreffen stellte sich schon eine entsprechende Rauchentwicklung dar. Das Feuer war eigentlich im Durchgang zum Hinterhof und durch die Wärmeentwicklung und den Rauch hat sich das dann im Hinterhof ausgebreitet und auch bis ins Wohngebäude. Und wir mussten dann tatsächlich insgesamt 10 Personen aus dem Gebäude retten, die sich zum Teil aber auch selbst befreit haben und die haben wir dann alle ärztlich kontrollieren lassen. Eine Familie mit einem Kind wurde über die Drehleiter gerettet, weil das einfach der sicherste und schnellste Weg war. Wir haben zwei Kinder transportiert mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung. Die sind vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Wir als Feuerwehr sagen ja grundsätzlich, der Brandrauch ist der größte Killer, weil man den im Schlaf auch nicht wahrnehmen kann. Und das Kohlenmonoxid, was da enthalten ist, halt hochgiftig ist, auch in kleinsten Dosen tödlich sein kann. Ja, absolut. Also wir mussten das erstmal erkennen aufgrund der starken Rauchentwicklung und dann haben wir natürlich mit mehreren Trupps vorgehen können und haben dann den Brand schnell unter Kontrolle gebracht, einhergehend mit Lüftungsmaßnahmen auch im Gebäude, weil sich der Rauch ja im Gebäude ausgebreitet hat. Okay.